So, ja, Servus Leute und herzlich willkommen bei DTF Castfresh und zu einem, ja, erneuten bzw. neuen Video. Und zwar geht es darum um Meer 2 und Riss 2. ITG hat auf der Facebook-Seite dazu aufgerufen, dass ja die etwas größeren doch mal den kleinen ein bisschen was zeigen sollen. Bisher da gab es da leider nur, ja, zumeist sehr dumme Kommentare. Deswegen habe ich es mir mal überlegt, ein kleines Video mal dazu zu machen. Und zwar, so einfach ist es eigentlich gar nicht. Daher ein bisschen so erklären. Die Teams, die müssen alle natürlich abgesprochen sein. Eine detaillierte Aufstellung zeige ich euch am Ende des Videos bei Meer 2. Wir haben das Team wie folgt. So einmal. Teams hier. Wir haben, glaube ich, drei PDs, zwei oder drei PDs dabei. Und ganz zwei PDs. Und ganz wichtig ist halt die Talente und die Wappen. Bei den meisten Helden, bis auf PD, haben wir überall List und, nicht List, Entschuldigung, Entzweien. Und Gunsttalente bzw. Wappen drauf, damit wir genug Damage ja ausrichten. Und natürlich dann halt so Helden wie Rose Hüterin dabei, die halt nicht nur Einzelschaden machen. Die Zeit, die ist ziemlich knapp, deswegen müssen die Teams auch wirklich perfekt abgesprochen sein. Ja, ich sag mal so, wir haben jetzt ein Standardteam, was, ja, ist, also das Team gibt es, also die Aufstellung gibt es eigentlich kurz nachdem Meer 2 ja, auf den Markt gekommen ist, wollte ich jetzt sagen. Also bei dem Update kurz danach ist genau dieses Team, diese Aufstellung entstanden und es ist eigentlich ganz gut. Man kann es auch natürlich, wie ihr seht, wir haben jetzt oder vier Saves dabei. Man kann auch natürlich ein Safe ein bisschen ersetzen durch Kürbishexe zum Beispiel. Das wäre auch eine Option. Wie ihr seht, wir haben auch hier in den Team noch den Sass sogar dabei. Man könnte natürlich auch den Lachs nehmen. Wäre natürlich auch eine Option. Also das, was ich euch hier zeige, ist zum Beispiel eine Option, wie man Meer 2 einfach farmen könnte. Ja, die genaue Aufstellung, wie gesagt, zeige ich euch auf dem Bild am Ende des Videos. Wir fahren mit dieser Aufstellung eigentlich safe win, außer irgendjemand wechselt mal nicht die Talente oder Wappen oder so wie ich. Ich glaube, ich habe jetzt gerade nur zwei Pets dabei gehabt. Aber trotzdem, ihr seht, die Zeit, die ist sehr knapp, 14 Sekunden. Aber es ist machbar. Also Höchstzeit, was wir glaube ich so hatten. Also viel mehr kommt man auch nicht wirklich. Ich glaube, 30 Sekunden oder so ist ja wirklich top. So, bei Riss, Klagender Riss 2. Da geht es schon leichter zu. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte IGG sich eigentlich mehr einfallen lassen können, denn ich finde es eigentlich schon fast genauso easy wie HG4. Da kommt es halt auch wieder drauf an, sehr viele Helden, die Autoprock haben, beziehungsweise alles schön mit Stärken drauf. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch den Lachs mit drin, falls ein Backspawn kommt, der freest dann direkt alles. Okay, jetzt sehen wir, ein paar Helden gestorben, aber tut auch nichts zur Sache. Kommt nicht oft vor, aber kann mal passieren. Aber wie ihr seht, 1 Minute 38 Restzeit, also es ist ziemlich easy. Ich kann jetzt mal kurz gucken. Na, ich habe jetzt leider kein anderes Team wohl drin. Schade. Sonst hätte ich jetzt mal die Mauern gestellt. Also ist es auch zu dritt noch machbar. Aber zu zweit wird schon eher schwer.
Da kommt es halt auch drauf an, wie da so Helden wie Rose, Valar, Anubis kann man auch reinhauen. Natürlich ist eine Hüterin mal wieder kontra, also nicht gerade effektiv, weil sie dann wieder die Leute hinten hält. Der Laxu, nicht der Laxu, der Boreal-Fuchs eigentlich auch nicht. Durch seinen Stun hält er natürlich auch die Gegner weiter weg, aber ich sag mal so, ich tue ihn rein, einfach aus Prestige. Und ja, es klappt ja natürlich trotzdem. Ja, ansonsten, ja, war es das schon für dieses kleine Video. Wie gesagt, jetzt folgt noch einmal die Aufstellung detailliert für mehr 2. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt einfach Fragen in den Kommentaren. Ich kann euch auch gerne helfen bei Teamzusammenstellungen so. Wenn ihr andere Teams habt, nur und ihr müsst halt darauf achten. Ganz wichtig ist halt, dass die Helden wirklich die passenden Talente und die passenden Wappen, also Gunst und Entzweien haben. Also das ist wirklich das mit das Allerwichtigste. Ansonsten euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.